Hallöchen, ihr Lieben. So, da sind wir wieder zu einer neuen Folge Stardew Valley. Und ja, wir sind wieder am Punkt mit dem Schlafen und so. Also immer noch dieselbe Session wie zuletzt. Man sieht es wahrscheinlich auch hier dran. Und ja, wir schlafen jetzt mal und dann bin ich jetzt mal gespannt, was wir für einen Ertrag kriegen, weil wir brauchen ja so Unmengen an Geld und. Okay, der Schrott vom Fischen her hat gar nichts gebracht und hier das andere Zeug, das hat auch nicht wirklich viel gebracht. Das Holz ein bisschen ist okay, aber es sind natürlich jetzt keine Erträge, von denen wir leben können. Jetzt haben wir aber den Mittwoch ja rum. Mittwoch konnte ich leider nicht in den Shop rein. Ich werde jetzt mal gucken, dass ich jetzt aber in den Shop reinflitze an Donnerstag. So, und dann werde ich mal ein bisschen Geld investieren. Achso, hier die sind fertig. Wunderbar. So, Kartoffeln. Jetzt bin ich mal gespannt, was die gleich bringen, damit wir dann auch mal einen Vergleich haben. Wir hätten ja 4 Stück gekauft für, weiß ich gar nicht, müssen wir gleich mal gucken. Damit ich aber auf jeden Fall dann so einen Vergleich habe. So, Missing. I lost my favorite eggs. If you find it, please return. As soon as possible, das ist hier diese Abkürzung, ASAP. I'm having a thought, a tough time without it. There's 250 gold in it for whoever finds this thing. Also wenn wir irgendwo eine Axt finden, eine ganz besondere wohl irgendwie, und die zu Robin bringen, dann bekommen wir 250 Gold. Das mache ich jetzt einfach auch mal. Ich weiß nicht, ob wir da eine bestimmte Zeit für haben oder nicht. Hier wächst übrigens schon unser Bäumchen. Und dann bringe ich die auf jeden Fall zu Robin, weil das bringt 250 Gold. Jetzt muss ich mal gucken. Robins Lost Axe, Lost Axe, ja, verlorene Axt. So, ich möchte aber jetzt ganz gerne mal, wir sind Farmer. Und als Farmer finde ich es doof, wenn man die ganze Zeit Holz und Steine und sowas zerkloppen. Ich möchte jetzt gerne mal in den Laden gehen und da einfach mal Geld ausgeben, in der Hoffnung, dass wir mehr rauskriegen. Aber das werden wir jetzt gleich an den Potatoes sehen. Achso, Job. Wir haben noch nicht 9 Uhr. Gut, oh, wir sind sehr früh aufgestanden. Dann können wir mal rumgehen, gucken. Eine Axt. Eine Schaufel hatte ich gesehen, aber eine Axt, die war doch bei ihr im Laden drin. Das heißt, die wird jetzt wahrscheinlich irgendwo rumliegen. Gut. Dann gehe ich jetzt generell mal so ein bisschen rumlaufen oder Fische. Nee, genau, wenn wir jetzt einmal hier sind, versuche ich nochmal einen Fisch. Weil die Fische bringen ja auch 50, ist jetzt auch nicht die Welt, oder 30, ist noch weniger die Welt, aber vielleicht haben wir ja Glück und kriegen mal ein bisschen was an Geld zusammen, weil wir brauchen echt eine Menge Geld. Und ich denke einfach, wenn wir jetzt mal dann in den Laden rein können, dann holen wir ein Saatmaterial und machen mal ein großes Feld. Na toll, ich habe immer ein Glück mit diesen wunderschönen kaputten Brillen. Ach, jetzt habe ich zu schnell geklickt. So. Ich weiß auch nicht, ob das effektiver ist, wenn ich den wirklich auf maximal, das müssen wir mal gucken. Müssen wir schon ein bisschen testen. Wupp, wupp. Mach mal Bimmelim und Fisch bitte dran. Zumindest kriegen wir die Zeit bis 9 Uhr so voll. Hit, wunderbar. Na, ich bin irgendwie gerade nicht so gut da drin, den Fisch zu halten. Das ist aber auch nicht so einfach, wie es aussieht, glaube ich. Ich finde es nämlich teilweise echt tricky. Ah, wunderbar. So, 12 Inch. Das ist so ein Barsting da wieder gewesen. Der Typ redet wahrscheinlich immer noch nicht mit uns. Nö, ignoriert uns einfach. So, jetzt aber mal ganz schnell Saatmaterial holen. Oh, ich laufe zu tief. Muss da oben hoch. Also an dem blauen Haus vorbei geht's zum. Okay, 15 Minuten hier. Rem, tem, 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 tem. Jetzt haben wir 9 Uhr. Toll. Jetzt laufe ich gerade da weg, sind 9 Uhr. Klasse. So, Pierre, ich brauche Saatmaterial. Pierre, wo bist du? Mit dem müssen wir auch noch mal reden, so, ne? Können wir so mit dem reden? Most people stay indoor on days like this. This is not good for our business. So, jetzt bin ich mal gespannt. Haben wir den jetzt dabei? 26, Tatsache. Dann hat er wahrscheinlich echt hier in unserem Sozialding gefehlt. Pia, jetzt ist er auch dabei. Genau. So, das heißt, wir müssen noch finden. Eine alte Oma jetzt. Da war doch eben hier der Typ. Und hier die. Und die alte Oma oder was? Oder ein junges Mädchen? Ich weiß gar nicht, was das sein soll. Was. Aber das sind auf jeden Fall drei und wir brauchen ja noch zwei. Single, Single. Vielleicht können wir mit denen mal anbändeln. Müssen wir mal schauen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Also, wir hatten gekauft Potato Seeds. Die kosten 50 pro Stück und wir kriegen dafür 80. Das heißt 30 mehr. Also, wir verdoppeln fast unseren Einsatz. Dann würde ich sagen, holen wir von den Potato Seeds auf jeden Fall welche. Was gibt es sonst noch?
So, 6 Tage das könnte die Geiselsense sein, vielleicht. Weiß nicht genau. Aber wenn die 70 kosten, dann werden die wahrscheinlich auch besser Gewinn bringen wie die Potato. Ich würde sagen, wir machen das jetzt wie folgt. Wir kaufen einfach mal 10 Potatoes. So, dann haben wir da schon mal 800. Dann kaufen wir jetzt hiervon auch mal so 4 Stück. Müssen wir mal gucken, ob das funktioniert. Jazz Seeds. In Spring take 7 days. Die kosten aber nur 30. Grass Starter. Place this on your farm to start a new patch of grass. Ach so, dann kommt da neues Gras, aber 100. Ich glaube nicht, dass wir da so viel rauskriegen. Sollten wir also erstmal nicht machen. Weizenmehl bringt uns nur Energie. Das ist nichts an Samen. Die Parsnip Seeds ist die Frage. Die brauchen nur 4 Tage. Das heißt, die sind schneller wie die Potatoes, glaube ich. Und kosten relativ wenig. Dann holen wir uns davon auch noch mal ein bisschen was. Machen wir auch mal 10 Stück von denen. Da müssen wir gleich gut Felder anlegen. So, und das ist Cauliflower Seeds. Die brauchen 12 Tage und kosten 80. Dementsprechend werden die wahrscheinlich sehr lukrativ sein. Ich hole da auch mal 10 Stück von. Und ach, da muss ich auch noch mal gucken. Seht ihr, das habe ich schon wieder vergessen. Die Vogelscheuche. Fiber, da brauchen wir was. Und Kohle. Und Wood. Dann können wir da schon mal eine von bauen für unsere Felder. Wie sieht das aus? Kann man dem Typ die komischen Glasses verkaufen? Nee, ne? Nee, kann man nicht. Schade. Wir haben aber noch ein bisschen Geld über. Sollen wir mal ausgeben oder lieber nicht? Nee, ein bisschen Geld behalten wir uns noch für den Fall der Fälle. Jetzt werden wir auf jeden Fall mal Feld anlegen hier. Wir sind der Farmer. Machen große Felder und so. Jetzt fangen wir mal an hier mit dem Farmleben. Schließlich ist das ja hier ein Farmspiel. Dann sollten wir auch ein bisschen farmen. Ich habe aber jetzt gar nicht ausgerechnet, wie viel wir kriegen. Achso, weil ich noch nicht alle Preise kenne, genau. So, hier hatten wir Parsnip. Das heißt, wir erweitern das jetzt auch mal um Parsnip. So, müssen dann aber noch das Feld mal vergrößern. Also, Kaching, Kaching. Irgendwie mit dem Treffen ist so eine Sache. Was haben wir da gefunden? Irgendwas, ich pack mal die Gläser hier wieder rein. Wobei, den Müll können wir ja eigentlich auch so schon wegschmeißen, oder? Kann man die da einfach reinziehen oder so? Nö. Na, dann lassen wir sie drin. Dann ist sie weg. So, Clay. Wir haben Clay gefunden. Weiß noch nicht, wofür wir den brauchen, aber immer noch raus. So, jetzt mal gucken. 7 Felder. Ist natürlich jetzt doof, eine ungerade Zahl, weil wir hier noch welche hatten, aber egal. So. Die haben wir untergebracht gekriegt. Dann brauchen wir ein kleines Feld von 4. Ich hoffe, ich treffe jetzt diesmal richtig. Ja, sieht gut aus. Nein, das war nicht gut. Irgendwie bin ich da noch nicht so richtig gut dran gewöhnt, wie ich hier hauen muss. So. Und hier pflanzen wir dann mal die Gürkchen oder was das sind an. Jetzt ist die Frage, Gießen brauchen wir wahrscheinlich nicht, weil es regnet. Ne, verändert sich auch nichts gut. Hier, das könnten dieselben wie oben sein. Dann braucht man noch ein Feld für die Kartoffeln. Das machen wir jetzt hier einfach mal. Dann verbindet sich das. Das wäre jetzt nicht so cool. Dann gehen wir lieber nach außen. Wo ist eigentlich unser Wufi? Wahrscheinlich in der Hütte, hoffe ich zumindest, damit er nicht krank wird. So, dann pflanzen wir hier mal Kartoffelchen an. Kartoffelchen, Kartoffelchen. Und dann haben wir noch diese komischen Baumwoll- oder sowas Samen. Oder sind das dann 5? Ne, 4. Dann müssen wir da noch einmal. Und jetzt hoffe ich, dass ich das richtig mache, wenn ich so rum. Genau. Oh, wir haben wieder Clay gekriegt. Wofür auch immer der gut ist, wir werden es noch feststellen. So. Und den Fisch, den wir gefunden haben, den können wir dann auch mal gleich hier in die Kiste tun. Dünn, dünn, dünn. So. Den Ton, den Clay, den bringen wir jetzt mal zurück. Und dann gucke ich mal, dass wir jetzt hier so eine Vogelscheuche bauen, die wir schon mal aufstellen. Fiber brauchen wir aber noch mehr. Holz brauchten wir und Kohle. Eine Kohle und ich glaube 30 Holz.
So, 30 Holz, eine Kohle und Fiber brauchen wir noch. Jetzt habe ich natürlich eben die ganze Zeit Fiber rausgegeben, wie blöd. Und könnten jetzt brauchen, da müssen wir jetzt einfach mal hier. Das wird dieses Gras, was man dann anpflanzen kann, sein. Aber irgendwie kommt da nichts raus, also eher uninteressant, würde ich sagen. Hier kriegen wir zumindest schon mal Fiber raus zwischendurch. 20 brauchten wir, meine ich. Und da haben wir wieder Samen gekriegt, sehr gut. Noch mal Samen, das ist sehr schön. So, das heißt, dass das ganze Rohmaterial brauchen wir wahrscheinlich dann öfters mal und werden das nicht unbedingt verkaufen. Crafting, so, 50 Holz, okay, nicht 30, sondern 50, dann gehen wir nochmal ein bisschen nachholen. 1, 2, 3, 4, 5, ganz viele. Bock, bock, so. Dann gehen wir jetzt mal raus und stellen hier so mittendrin meine Vogelscheuche auf. Ich weiß jetzt auch nicht, wie der Radius davon ist. Müssen wir mal testen. So, eine Scarecrow. About, ah, da steht's, 8 Felder. Dann setzt man die jetzt mal hier hin. Dann deckt die so ein bisschen fast alles ab. Wahrscheinlich nicht alles, aber die Frage ist auch, können wir die später versetzen? Schwierig. Ich setze die auf jeden Fall mal hier zwischen. In der Hoffnung, dass wir dann hier zumindest die, wo wir gut produzieren, ein bisschen beschützt haben. Und hier setzen wir die anderen Samen wieder zu, die wir gefunden haben. Kann man den eigentlich auch irgendwie so anpflanzen oder so? Nö. Okay. Dann sammeln wir den weiter. Ich höre unser Wuffi. Ja. Hi Wuffi, wie geht's dir? Musst du eigentlich irgendwas fressen oder so zwischendurch? Keine Ahnung. Der klopft auf jeden Fall schön mit seinem Schwänzchen da auf dem Boden rum. Wofür das mit dem Gras hier ist, weiß ich noch nicht. Vielleicht findet man da auch mal was drin, aber irgendwie heißt das Ding jetzt eigentlich genau. Skiss. You can cut grass into hay and you have built a If you have built a silo. Ah, wir sollten das Gras also erstmal in Ruhe lassen. Wir brauchen da irgendwie ein Silo, damit wir dann da irgendwas machen können. Also alles andere erstmal vernichten, nur nicht das Gras, was hier schon steht. Das brauchen wir später noch. Sehr gut zu wissen. Vielleicht vorher genauer lesen sollen, also ich. So, die Bäumchen sind noch nicht gewachsen. Das dauert noch ein bisschen. Wir haben mitten am Tag. Das sieht aber alles so ein bisschen dunkel hier aus. Ich nehme jetzt erstmal das, damit ich jetzt nicht wild hier überall das Gras gerade zerfennichte mit dem Heckenzeugs-Dings da. Und jetzt gehe ich nochmal eben hoch, hier hoch, damit ich mal sehe, wo ich da auskomme, beziehungsweise ob da irgendwas ist, was ich einsammeln kann. Wir müssen ja irgendwas noch verkaufen. Aha, was haben wir hier? Wild Horseradish. Horseradish. Ist auf jeden Fall irgendwas zu essen, können wir bestimmt verkaufen. So, was passiert eigentlich jetzt hier, wenn man hier die ganze Zeit wackelt? Kriegt man da auch irgendwas raus? Ich weiß es immer noch nicht. Da ist aber noch so ein Horseradish-Dings da. Und dann. Ach, so schnell sind wir hier oben. Na, das ist ja mal gut zu wissen. Vielleicht. Da habe ich aber gerade noch so ein Horseradish gefunden. Und das war der alte Mann, mit dem haben wir, glaube ich, schon mal gesprochen, mit seinem Lagerfeuer da oben. Und da ist noch eine Frühlingszwiebel, wenn ich das richtig sehe. Und hier kam er beim letzten Mal nicht lang. Da gehe ich jetzt erstmal, oder nicht? Hier war irgendwie so ein Mannequin. Vielleicht ist der hier in dem Häuschen drin. Vielleicht fehlt der uns noch. Das sieht aus wie so ein Waffenschmied-Ding hier. Adventure Guild. Proof Adventures only. Proven Adventurers. Also erfahrene Abenteurer. Und hier kommen wir nicht weiter, weil die Brücke kaputt ist. Okay. Finden wir hier sonst irgendwas? Was ist hier mit den Büschen? Kann man die irgendwie nicht mal irgendwo was finden oder so? Die werden ja nicht ohne Grund so anklickbar sein. Dass hier überall alles wackelt. Da oben kann man nicht lang, glaube ich. Oder doch? Nee, kann man nicht. Ist zu eng. So, sollen wir mal in die Höhle reingehen oder nicht? Wisst ihr was? Das überlasse ich euch jetzt mal. Schreibt mir einfach mal in die Kommentare, ob ich beim nächsten Mal hier mal in die Höhle reingehen soll oder nicht. Ich bin da nämlich gerade etwas unschlüssig und es wird gleich Abend, aber irgendwie möchte ich gerade noch ein paar Sachen einsammeln. Wir brauchen nämlich ungemein viel Geld.
Da fallen immer nur Blätter runter bei den Bäumen, aber sonst kommt da nichts. Nee, scheinbar nicht. Komisch, komisch. So, wir gehen jetzt gleich aber mal eben kurz hier am Spielplatz-Dings da vorbei, weil ich wollte mal gucken, da hatte ich ja schon mal die Sträucher kaputt gemacht. Und vielleicht ist es ja jetzt so, dass die wieder nachgewachsen sind. Ich hatte zwei Reihen stehen lassen. Nee, gut, verbreitet haben sie sich leider nicht. Schade. Ich gehe mal eben hier rein, gucke mich mal, ob ich die Axt finde. Vielleicht haben die Kids die Axt ja mitgenommen. Die Axt bringt uns ja auch Geld. Und vielleicht kann ich ja hier drin auch irgendwas finden. Schade, anklickbar ist hier nichts. Was war das? Irgend so eine Mana-Sprache oder so. Hier war aber gerade so ein komisches Vieh wieder. Die Holzdinger kann ich leider auch nicht mitnehmen, um die mal zu verkaufen. Schade, schade. So, aber wir haben gerade auf jeden Fall das grüne Vieh schon wieder gesehen. Oder diesmal war es gelblich. Ich denke mal, das wohnt hier vielleicht in diesem Häuslein drin. Quasi ein Tipi im Haus. Können wir hier den Kamin anmachen oder so? Nö. Bulletin. Da passiert auch nichts. Hier haben wir einen alten Ofen. Oh, ich muss gleich zurück. Es wird dunkel gleich schon wieder. Und auch von der Zeit her, wir sind schon wieder in einer sehr langen Folge. Tut mir leid, aber wenn ich gerade jemand bin. Safe, toll. Kann man auch nicht. Okay, also die Axt finden wir auch nicht. Das eine habe ich abgegrast, da war auch nichts. Dann würde ich sagen, machen wir uns jetzt auf den Heimweg und dann ist es erstmal gut. Ich packe dann die Sachen, die ich so finde, noch eben in die Truhe rein, denke ich, damit wir ein bisschen Geld kriegen. Obenrum wäre vielleicht schneller gewesen der Weg, dann hätten wir uns hier das Zwischenbild gespart. Aber nun ja, dann laufen wir eben so. Und dann hoffe ich, dass wir dann zumindest von den Sachen, die wir jetzt gefunden haben, ein bisschen Geld reinkriegen. So, League. Und diesen Waldings da, den Fiber hier, den hebe ich jetzt erstmal auf. Wir brauchen nämlich bestimmt noch mehr von den Vogelscheuchen. Da die ja nicht so viel abdecken. Die packe ich auch mal wieder hier rein zwischendurch. Wobei mitnehmen, wenn wir mal irgendwo unterwegs sind, aber angeln. Ich glaube, wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf das Farmgeschäft. Und demzufolge sage ich jetzt erstmal vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Ansonsten vielen Spaß auf YouTube und bis zur nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei, wenn es heißt Let's Play Stardew Valley mit Me Play It Online. Bis dahin, viel Spaß. Tschüss.